Hey, die Wanne ist doch voll! Gulab! Okay, nein, Gulab, du musst mir die abnehmen! Komm her! Und das ist das Fatale, was wir gestern nicht gecheckt haben. Guten Morgen zusammen. Also, in dem heutigen Film geht es darum, Erneuerung einer Sammelanschlussleitung in einem 100-Familienhaus. Schwierige Voraussetzungen, wenig Platz. Wie wir das Ganze aber trotzdem machen werden und wie wir das schaffen, könnt ihr jetzt in diesem kleinen Film sehen. Wir wünschen euch viel Spaß und eine wirklich gute Unterhaltung. Los geht's! Jetzt im Gebäude drin. Es ist jetzt die Kellerentwässerungsleitung, eine Hauptsammelanschlussleitung, in die viele Einzelanschlussleitungen einmünden. Wir müssen diese jetzt reparieren. Und zwar, weil die Rohrleitung Längsrisse hat und an vielen Bögen ist das Material einfach schon durchkorrodiert. Bevor die Arbeiten anfangen, muss man immer erstmal überschlagen, wie kann man das Ganze technisch lösen, was ist wichtig, wie geht man vor. Und deswegen werden immer am Anfang die Pläne geschmiedet, um genau zu wissen, wie wir das Ganze machen werden. Die logische Vorgehensweise wird so sein. Wir werden Rohrschellen bohren, einmal hier vorne, einmal hier, damit wir das Rohr erstmal ausrichten können. Wir wollen ja auf dem gleichen Weg die neue Rohrleitung legen. Wenn wir das nicht an die gleiche Stelle legen, werden wir das Ganze nicht hinbekommen, ohne andere Bögen einzusetzen. Jeder Bogen hat eine Ausladung von 15 bis 20 cm. Das bedeutet für uns immer den gleichen logischen Weg gehen. Dadurch, dass die 200er Leitung hier angeschlossen ist, werden wir das Material hier vorne schneiden. Dann haben wir den ersten Fleckschnitt hier, den Abzweig. Den werden wir demontieren, weil die 100er Rohrleitung oben auch schon komplett defekt ist. Und dann geht sie auf das DB20 drauf. Das ist hier in dem oberen Bereich das 100er Rohr. Das Rohr, was weggeht, hat eine Rohrschelle, dort hinten sieht man das, aber das liegt in der Rohrschelle nicht auf, sondern das macht schon eine Banane. So, das heißt, die Rohrleitung muss auch fixiert werden. Das nächste ist, wenn hier das Ganze geschnitten ist, die Rohrschellen drin sind, das Ganze stabilisiert ist, brauchen wir hier nochmal einen Abzweig. Der Abzweig geht auf 100er, damit wir die Dachentwässerung mitnehmen können. Ich hatte vorher überlegt, den Schnitt hier hinten zu machen, da an dem Rohr. Da ich aber nicht genug Rohr habe, wo ich den Spannverbinder draufsetzen kann. Also einmal die Muffe geschnitten, dann ist sie geschnitten, dann führt kein Weg mehr daran vorbei, dann muss man einen Spannverbinder nehmen. Ich will mir die Option einfach frei halten, indem ich die Muffe aufmache. Also ringsrum werde ich aufbohren, dann den alten Bogen demontieren, den neuen Bogen mit einem Mengenring einsetzen, fixieren und erst wenn das passt, kommt dann der Abzweig, der neue hier rein. Dann fahren wir von da aus darüber hin und nehmen die Dachentwässerung mit. Also wir haben jetzt viel vorbereitet, jetzt bevor die Arbeiten überhaupt stattfinden. Ganz wichtig, ja. Wir haben jetzt die ganzen Rohrschellen ausgemessen, haben überall Markierungspunkte gemacht, wo wir die ganze alte Rohrleitung noch nicht stabilisiert ist, wollen wir jetzt stabilisieren. Das bedeutet, wenn die rauskommt, haben wir die ganzen Löcher schon vorgebohrt, die ganzen Gewindestifte und die Rohrschellen sind komplett fix und foxy auf ein bestimmtes Maß. Wenn das alte Rohr draußen ist, fixieren wir die kleinere Leitung. Bei der Hauptversorgungsleitung hinter mir zu sehen, da fixieren wir jetzt die alte Rohrleitung sofort, ja, damit wir können mit den großen Dimensionen einfach nicht spielen. Ja? Das heißt, es muss 1:1 mehr oder weniger perfekt gerade ausbalanciert sein. Und wenn wir das gemacht haben, erst dann schneiden wir das alte Material weg. Ja? Das ist eine 200er Versorgungsleitung für das gesamte Gebäude. Da gehen etliche WCs, Küchen und so weiter alles mit rein. Das bedeutet, dieses Zeitfenster, wo wir haben, um Sachen bauen zu können, ist wirklich minimal, ja? Und das Wasser wird permanent laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich während dieser Arbeiten das Ganze überhaupt filmen kann. Ja? Ich stelle mal die Kamera hin, mal sehen, wie es wird. So wird es. Primär ist jetzt wichtig, denkt an euch selbst, Handschuhe,
Schutzbrille, Mickey-Mäuse, Atemschutz. Ja? Wenn ich schneide, wenn ich die alte SML-Leitung schneide, habe ich immer Atemschutz dabei. Möchte ich, dass ihr das auch benutzt, das ist wichtig. Ja? So, und jetzt fange ich an, die ganzen Befestigungen zu bohren. Rohrschellen sind dran, das bedeutet jetzt Muffe aufmachen. Also ich habe jetzt die Muffe soweit frei gemacht. Ich gucke mal, ob ich jetzt den Dinger zerschlagen kann. Soll ich weiter bleiben, die assistiert oder? Nee, jetzt erstmal mich. Okay. 3 mm nur noch von dem Stahlrohr. Ist nicht mehr viel Fleisch da. Das war viel Fleisch, meinst du? Das ist so dermaßen durchkorrodiert. Von dem, wo wir dran gehen wollen. Ach nee, das, was eh kaputt ist. Es wird jetzt nicht weniger. We'll be right back.
grobe Arbeit wäre jetzt erledigt. Den oberen Anschlussstutzen, wo das Regenwasser mit eingeleitet wird in das große Rohr, das haben wir jetzt, das Rohr nicht mehr dabei, hatten wir heute Morgen nicht gerichtet und ja, das machen wir morgen fertig. Ansonsten die 200er Leitung, die ist jetzt komplett fertig, war ein richtiger Kraftakt, das Ganze zu machen. Hier sind wir zu der Seite gesprungen, haben jetzt die Rohrleitung zweimal fixiert. In den Kellern haben wir auch nochmal zweimal fixiert, damit es richtig stabil ist und nicht so halblebig auf den Kabelkanälen und so weiter aufliegt, wie es vorher gewesen ist. Solange wir jetzt alles wegbringen, gibt es für euch diese tolle Werbung. Und wir machen jetzt mal sauber. Bruno, machen wir heute die Geräte weg? Nein, Mann, François, wir haben noch 2 Tage, wir müssen so einen Haufen Zeug... Ach, auweia. Frau Müller, wir machen das Gerät doch aus, das ist besser so. Oh, no. Immer diese Problematik. Also, wir sind jetzt hier in dem Waschmaschinenraum, wo die Kleinhebeanlage drin ist. Ich habe den Raum jetzt bewusst gewählt zum Filmen, weil alle anderen Räume sind so, dort ist einfach zu laut, die Maschinen laufen, pumpen und so weiter. Und hier halt es wie verrückt. Ich hoffe, das ist immer noch in Ordnung. So, Werdegang. Ich blende euch den Weg ein, wie weit der Weg von dem Raum, wo der Speicher, wo die Speicher drin stehen, ist, wo wir das Wasser entwässert haben. Und hier ist jetzt der Schacht. Sehr schön. So, gestern hatten wir eine richtige brenzliche Situation und ich will euch das genau erklären, was gestern passiert ist, damit euch diese Fehler nicht passiert. Ja. Erstens, wenn du eine Entwässerungsleitung trennst, ja, das Wasser war dann abgesperrt, so, wir haben die Zyklen abgewartet, bis kein Wasser mehr geflossen ist. Irgendwann mal habe ich die Entwässerungsleitung oben ein Loch reingeschlagen, da konnte ich visuell überprüfen, ob das Wasser die ganze Zeit läuft oder nicht. So, nachdem wir dann einen bestimmten Zeitpunkt abgewartet haben, haben wir gesagt, okay, jetzt müsste alles in Ordnung sein, jetzt trennen wir die Rohrleitung. Nachdem sie getrennt war, kam auf einmal schwallweise immer das Entwässerungswasser. Wir haben das Wasser dann aufgefangen durch Wannen, die wir drunter gestellt hatten, und so hatten wir dann so eine Stunde, anderthalb quasi die Zeit überbrückt. Während dieser Phase, wenn das Wasser, wenn die Rohrleitung getrennt ist und das Wasser die ganze Zeit läuft, kannst du tatsächlich gar nichts machen, sondern du musst permanent das Wasser entwässern. Wir haben den kürzesten Weg für uns in dem Fall gewählt, indem wir dort, wo der Speicherraum ist und wo die Druckerhöhungsanlage ist, das sind 2 Bodenabläufe, die haben wir dann benutzt, weil wir die Wannen immer zu zweit tragen mussten. Einer hebt, 2 nehmen die Wanne weg, einer hebt die Wanne hin, setzt sie ab, also du brauchst mindestens 3 Mann. Ja. Die Wannen immer wieder entwässert. So, jetzt ist der Bodenablauf, und das ist das Fatale, was wir gestern nicht gecheckt haben. Der Bodenablauf ist verbunden in einem Rohrnetzsystem und dann geht die Entwässerungsleitung unterirdisch, also im Boden verlegt, ca. 50 bis 60 Meter in diesen Waschmaschinenraum. Da ist ein Zentimeter dicker Stahldeckel drauf. Wenn man den wegmacht, gibt es noch einen 2. Deckel, wo die Hebeanlage drin ist. Das bedeutet, wenn sie abpumpt, ist es so dermaßen leise, das hörst du fast gar nicht. Ja. So, und dann waren wir quasi in dieser Schleife gefangen. Wir schütten das Wasser weg, das läuft die 50, 60 Meter hier entlang, bis die Hebeanlage gefüllt ist. Dann drückt sie das Wasser weg, das läuft wieder genau in die Kanalleitung rein, an der wir arbeiten. So, und dann bist du in dieser Schlaufe gefangen. Das ist ein Prozess, den kannst du einfach nicht aufhalten. Und du hast auch gar keine Chance, richtig nachzudenken. Das bedeutet, irgendwann mal haben wir den Durchbruch geschafft und haben mich zu einem Hausmeister gesagt, Stefan, wir brauchen eine Tauchpumpe, organisier sie was. Er hat eine Tauchpumpe organisiert, wir haben sie in einen Bottich eingesetzt, haben das Wasser abgepumpt. So, der Schlauch war deformiert, weil er schon 2 Jahre, 3 Jahre rumhängt.
Wir haben ein Problem, das ganze System zum Laufen zu bringen. Haben dann bei der Druckerhöhungsanlage oder bei den Vorratsbehältern, bei dem großen schwarzen Tal, haben wir den Schlauch rein. Das hat aber in dem Moment nicht funktioniert. Also haben wir die Bodenabläufe genommen, dass der Schlauch auf dem Boden liegt, und haben das quasi so pumpen lassen. Irgendwann habe ich gesagt, das geht einfach so nicht. Ja? Wir sind immer noch in dieser Schlaufe gefangen, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir checken, warum ist die Situation, wie sie ist. Ja? Einmal abgestellt, zu zweit rumgerannt, und dann haben wir den Raum hier gefunden, und der Hausmeister hat auch nicht gewusst, dass es die Pumpe gibt, ja? Und dass die quasi am anderen Ende vom Haus, ja? Dort ist die Straßenseite, hier ist es die andere Seite vom Haus. Ja? Jetzt ist das ganze Kanalnetzsystem an dem hier angeschlossen. Unfassbar, ja. Und das Wasser, was wir dann in den Bodenablauf einleiten, kommt vorne wieder raus. Wir haben dann tatsächlich unter dem ganzen Stress und unter dieser Bredouille, die wir da drin gesteckt haben, die Situation irgendwann mal erkannt, haben einen anderen Weg gelöst oder gewählt, und dann konnten wir die Situation retten, indem das Wasser dann immer weniger geworden ist. Es war schwierig zum Überschlagen der Werte, weil du permanent unter Strom stehst. Und dann war das auch so, wenn du permanent das Wasser, die Eimer und so weiter trägst, ja, dann hast du nicht genug Zeit zum Nachdenken. Und das ist das, was ich euch unbedingt mitgeben will. Ja. Bevor ihr solche Sachen anfangt, nehmt euch viel mehr Zeit, wie ich es gemacht habe. Ja. Denkt 2 Stunden oder 1 Stunde vor oder nach, lasst Wasser laufen, testet. Dann könnt ihr einfach akustisch hören, ob die Leitung, wenn ihr jetzt meint, ihr könnt das Ausgussbecken nehmen, ja, und ihr entwässert über das Ausgussbecken oder Bodenabläufe, ihr müsstet sicher sein, dass an der Stelle, wo ihr arbeitet, kein Wasser nachfließen kann. Sonst habt ihr auch so eine Schleife, und wenn du Pech hast, seid ihr nur zu zweit, und dann kriegt ihr das einfach nicht mehr hin. Ja. Entweder lässt ihr das Wasser laufen, dann säuft ihr alles ab, oder du hast keine Chance, da rauszukommen. So, das war im Prinzip der riesengroße Lernfaktor, dass ich das beim nächsten Mal definitiv anders angehen werde. Und so eine Situation hatte ich tatsächlich noch nie. Und das ist gut, dass ich das jetzt gefilmt habe und dass ihr quasi auch davon profitieren könnt. Indem ich einen großen Fehler gemacht habe und daraus gelernt habe, könnt ihr auch daraus lernen. So, und jetzt haben wir alles fertig. Das Material ist entsorgt, die Rohrleitung ist geschrieben, und wir sind jetzt am Aufbrechen wieder in die Firma. Mein Name ist Luc van Dijk, und ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Ciao.